Die Herzsteine sind angeblich die drei mächtigsten Objekte, die der Menschheit bekannt sind. Wenn man sie zusammenbringt, können sie alles erfüllen, was sich ihr Besitzer wünscht. Wirklich alles? Endlos viele Pommes! Achtung, ich komme! Ich glaube, der Professor meinte, dass wir mithilfe der Steine Townsville wiederherstellen können. Was ist mit meinen Bedürfnissen? Jedenfalls, um zu verhindern, dass die Steine in falsche Hände geraten, wurden sie an drei verschiedenen Orten versteckt. Zum Glück weiß ich, wo sie sind, dank meines zuverlässigen Taschenmessers. Und seines geothermischen Sonarsensors. Wow! Der erste befindet sich in der Antarktis. Ich glaube, wir sind da! Komm schon, Babs! Tut mir leid, Leute. Ich muss hier raus. Ihr kommt sicher gut ohne mich klar. Sucht euch eine neue Anführerin und fliegt weiter. Wir sind verloren. Also, bei jedem Schritt auf unserem Weg erwarten uns Gefahren. Deshalb bleibt zusammen und seid ganz still. Buttercup, ho! Buttercup, sei vorsichtig. Ich hab dir doch gesagt, dass es hier... Hallo, Mädels. Sabna? Freue mich eisig, euch zu sehen. Der Professor hat uns gar nicht gesagt, dass du hier bist. Hat er dir nicht bei deiner Forschung geholfen? Oh, naja, ich fand es nicht nötig, ihn mit langweiligen Einzelheiten meines Lebens zu belästigen. Aber er liebt langweilige Einzelheiten. Das weißt du doch. Stimmt, aber ich bin hier, um Kristalle zu erforschen und zu sehen, ob sie mich vielleicht heilen können. Hast du immer noch diese Krankheit, bei der du dich in eine Spinne verwandelst, wenn du Liebe spürst und deshalb kannst du dem Professor nicht knuddeln, ha? Huh? Ha, ich mache Fortschritte. Der Professor hat aber nichts davon erwähnt. Hör auf, Sabna ständig zu hinterfragen. Sie hat uns gerade vor einem verrückten Eishund gerettet. Also, Sabna. Wir suchen einen besonderen Kristall, der sich in diesen Höhlen befinden soll. Hast du einen gesehen? Er hat die Form eines Herzens. Der Herzstein? Ja, ich weiß ganz genau, wo der ist. Ich bringe euch dorthin. Gehen wir. Sofort. Ich habe den Herzstein gesehen, als ich diese Höhlen erforscht habe. Er wird von einem gefährlichen Monster bewacht, aber ich bin überaus zuversichtlich, dass wir damit klarkommen. Zuversichtlich? Sie ist doch sonst nie bei irgendetwas zuversichtlich. Irgendetwas ist hier faul. Was? Du bist paranoid. Glaub mir, ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Es ist ein weiter Weg zum Herzstein. Wir sollten ein Nachtlager aufschlagen. Man weiß ja nie, welche gefährlichen Dinge da draußen auf einen lauern. Können wir vielleicht Marshmallows grillen? Bald wird der Herzstein mir gehören. Sabna? Mir allein. Sie ahnen nicht das Geringste, abgesehen von Blossom. Sie ist die Einzige, die mir hier im Weg steht. Ich muss sie loswerden. Dann hole ich mir den Stein und besitze die Macht um... Sabna? Ja, Blossom! Sabna, der Herzstein ist dir wohl zu Kopf gestiegen. Der Professor sagt, er sei gefährlich, aber ich habe nicht gewusst, wie gefährlich. Blossom? Sabna? Wo seid ihr denn? Nein, Blossom! Bitte! Was ist denn bei euch los? Hör auf, mir weh zu tun! Was machst du da? Wohl eher, was machst du da? Buttercup, Bubbles, helft mir! Blossom hat mich angegriffen! Was? Sie lügt ja! Der Herzstein ist dir nämlich zu Kopf gestiegen! Bloss, was ist mit dir los? Du bist ja total verrückt! Mit mir? Nein, Sabna ist hier total verrückt! Ja, das sagst du ständig, aber du benimmst dich, als wäre dir eine ölige Fritte über die Fettleber gelaufen. Oh je, ich weiß, was passiert ist. Es sieht mir ganz so aus, als hätte Blossom den Eiswahn. Was? Eiswahn? Meinst du die Polarparanoia? Den Kältekitzel? Die Frostphobie? Oder die Unter-Null-Panik? Ah, noch nie davon gehört. Ich habe aber keinen Eiswahn, Leute! Sabna ist die Verrückte! Keine Sorge, Blossom, ich weiß, was man da tun muss. Danke dir.